Okay, dann schauen wir uns mal genauer das Neon-Schild an. Das ist so 80er. Oh ja, können wir das Neon-Schild da mitnehmen? Warum? Ich will kein Internetcafé aufmachen. Schade, damit würdest du aber Geld verdienen. Du bist so 80er. Natürlich. Das ist... Das ist so 80er, du bist so 80er. Na wunderbar. So, können wir das denn mit Ketchup beschmieren? Ich will gar nicht wissen, wie der bei Licht aussieht. Wow, Ketchup mit Licht. Hat das schon mal jemand probiert? Wie sieht's bei Senf aus? Ich will gar nicht wissen, wie der bei Licht aussieht. Nein? Schade. Dann, was ist mit der Zickzackschere? Ich werde mir meine eigene Neon-Reklame basteln. Oh Die ja. Schere habe ich schon. Jetzt fehlen mir nur noch Papierklebe und Licht. Ja, gut, das, ja. Das lasse ich mal so hingestellt. Sieh mal, Harvey. Ich habe einen Topf voll Licht. Schnell, such einen Deckel, sonst fliegt alles wieder raus. Weiß? Wie kann man. Egal, ich frage gar nicht weiter. Das ist kein Blaulicht. Nein, das ist kein Blaulicht. Nein, da hast du recht. Gut, Harvey, was hältst du von dem Neon-Schild? Was hältst du von dem Neonschild, Harvey? Es ist ein Instrument des Lichts. Wie Ein ich? Instrument des Lichts. Was Wunderbar. denn? Ich bin auch ein Instrument des Lichts. Das Licht hat mir zum Beispiel neulich befohlen, die Motten zu essen. Weiß? Ich kann immer noch nicht glauben, dass der alte Taschenlampentrick funktioniert hat. Was? Motten essen. Uah. Geht. Ich meine, so wie ich schon mal in einer Folge erwähnte, ne? Wir essen ja in der Nacht auch irgendwie Insekten. Ob man es will oder nicht. Aber ja, es fällt halt keinen auf. Aber angeblich laut Biologie isst man in der Nacht auch Insekten. Unter anderem Spinnen, Fliegen, Motten, Mücken. Ja, ist so. Merkwürdig, aber ja. Ich habe eine Idee. Poloschläger mit eingebauter Beleuchtung. Wenn nachts die Sicherung ausfallen, kann man einfach in den Keller reiten und ein Tor machen. Okay. Läuft. Läuft bei Harvey. Gut. Können wir das Neon-Schild vielleicht irgendwie beschriften, dass es unser ist? Ich habe eine Idee. Schon wieder die elektrische Zahnspange? Nein, Stifte mit eingebautem Solarium. Wer schreibt denn heute noch per Hand? Oh, eine Menge Leute. Sie sind nur eben alle so blass. Stimmt. Gibt es ja überhaupt noch Leute da draußen, die Briefe per Hand schreiben? Also wenn wir gerade so bei Handschrift sind, gibt es Leute da draußen, die immer noch Briefe per Hand schreiben? Ich glaube nur mehr wenige, ne? Nur mehr wenige, glaube ich. So, was haben wir noch? Comicheft. In diesem Bild gehen Captain Unbrauchbar die Ideen aus. Ja, mir nehme ich auch langsam. So. Gut, dann haben wir das Neon-Schild abgefrühstückt. Dann würde ich mal sagen, dann schauen wir uns mal die Cocktailkarte an. Die Auswahl ist mehr als bescheiden. Bis auf Stinkdrink ist alles durchgestrichen. Stinkdrink? Warum Stinkdrink? What the Oh, wir haben die Karte mitgenommen. Alles klar, nice. Schauen wir uns mal die Karte Oh an. Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Hehe. Gut, können wir da irgendwas draufkritzeln? Was soll ich schreiben? Kaffee, Wasser, Biggidi Buggidi Boo, what the fuck? Komplettlösung, Edna Surprise, nichts. Ich würde mal sagen Kaffee. Kaffee. Okay. Dann würde ich mal sagen, dann schreiben wir Was soll ich schreiben? drauf Wasser. Wasser? Okay. Dann, Was soll weiß ich schreiben? noch, was haben wir noch? Komplett, nee, Edna Surprise. Edna Oder Surprise. Surprise. Okay. So. Und dann als Was soll ich schreiben? letztes, nee, als vorletztes, Biggidi Buggidi Biggidi Buggidi Boo. Okay. Boo. Was auch immer das heißt. Was soll Und ich ja, schreiben? und dann noch die Komplettlösung dazu. Komplettlösung. Okay. Oh Gott. Lustig wäre es, wenn wir jetzt das Ganze wieder hinstellen könnten und der Barmann sich denkt, was steht denn da ist alles? What the fuck, das kenne ich gar nicht. Ja, schön. So. Können wir das zerschnipseln? Ein paar Muster werden ja wohl nicht schaden.
Nice. Na gut, Muster sind keine drin, aber was soll's. So, Ketchup. Ketchup steht nicht auf der Karte, aber vielleicht bekommt man ja welchen zum Stinkdrink dazu. Stinkdrink. Stinkdrink. Vielleicht wäre das was. Senf steht nicht auf der Karte, aber vielleicht bekommt man ja welchen zum Stinkdrink dazu. Vielleicht wäre das was, dieser Stinkdrink. Wer weiß, vielleicht können wir damit noch irgendwas anstellen. Hier stehen keine illegalen Alkoholiker auf der Karte. Schade. Keine illegalen Alkoholiker? Obwohl dieser Stinkdrink meiner Ansicht nach verboten sein müsste. Mann, was soll das? So, was haben wir noch? Wir haben den Topf. Den Topf haben wir noch. Der Topf steht nicht auf der Karte. Nein? Ich habe trotzdem einen bekommen. Aha, natürlich. Wir haben trotzdem einen Topf von der Küche. Auf dieser Karte fehlen eindeutig Heißgetränke. Okay. Heißgetränke fehlen anscheinend. Schade, das heißt, der Stinkdrink ist auch nicht heiß. Wobei, nee, Moment mal, wir haben Kaffee dazu geschrieben. Kaffee ist ein Heißgetränk, also von daher, es ist ein Kaffee, also ein Heißgetränk oben. So, dann Poloschläger. Man sollte niemals betrunken Polo spielen. Nein, das stimmt, da haut es einen nur vom Pferd runter. So, dann Harvey, was findest du von einer schönen Karte? Willst du was bestellen, Harvey? Champagner für alle. Wenn wir hier draußen sind. Champagner gibt's aber nicht. Champagner steht nicht auf der Karte. Zumindest habe ich es nicht gelesen. So, was ist mit dem Comic-Heft und der Cocktailkarte? In diesem Bild bestellt sich Captain Unbrauchbar einen Martini. Weder geschüttelt noch gerührt. Weder geschüttelt noch gerührt? Na, was dann? Was denn dann? Draufgespuckt oder was? Okay. Gut, was haben wir noch? Wir haben den Peter. Den Peter. Schauen wir uns mal den Peter an. Er wirkt äußerst deprimiert. Oh. Können wir den mitnehmen? Ich will nicht, dass er sich noch schlechter fühlt. Oh. Okay, benutzen. Ich will nicht, dass er sich noch schlechter fühlt. Okay, dann reden wir mal mit ihm. Na, du? Ich bin Edna, wer bist du? Ich bin Edna, wer bist du? Hi Edna. Ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Boah. Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann. Ein selten hässlicher Name. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. Ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. So, sie hat kein wirkliches Feingefühl. Sie macht den noch depressiver, glaube ich. Uiuiui. Der Barmann überhaupt mit seinen komischen großen Augen. Das ist irgendwie ein bisschen weird. So, geht es dir nicht gut? Was ist los? Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. No, schön. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Ich nenne das Peter. Ja, das Peter-Syndrom halt, ne? Das Peter-Syndrom. Einfach depressiv drauf und irgendwie, naja, weiß ich. Ich meine, man sagt ja eigentlich, dass das depressive Syndrom eigentlich so von den Emos kommt, ne? Das ist Depress-Syndrom. Aber eigentlich ist das depressive Syndrom irgendwie von Peter. Das Peter-Syndrom. Juhu! So. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Ja, versuch's das gar nicht, aber naja, versuch's trotzdem. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann es wohl kaum noch kommen. Ja, schlimmer kann es nicht werden, glaubst du. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay, das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Boah, ey. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Oh ja. Ach ja, genau. Aufmuntern funktioniert anders, Edna. Ich meine, das erste, ja, schön, aber der Rest, nein. Nein, das hat nichts mit Aufmuntern zu tun, das ist einfach nur, naja.
noch mehr runtermachen und noch mehr, naja, schlechte Laune verbreiten. Nein. Immerhin bist du noch am Leben, natürlich. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Du wolltest mich aufmuntern. Ja, es funktioniert leider nicht so, wie es eigentlich sollte, Edna. Aber versuch's weiter. Immerhin ist er ja gesund. Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich. Nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Wo war ich noch gleich? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Uiuiui. Das erinnert mich irgendwie an das Lied gerade. Maschine, ne? Von Team Bensko. Ich bin doch keine Maschine. Eieiei. Okay, kommt ein Mann zum Arzt? Natürlich. Mach gleich mal einen Arztwitz, dann fühlt er sich noch viel besser. Kommt ein Mann zum Arzt? Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Oh, Scheiße. Es geht so derbe nach hinten los. Uiuiui. Uiuiui. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genau. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen will, ja was? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Tja, aufmuntern funktioniert leider nicht. Ich geb's auf. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Ja, danke für deine Hilfe. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Nein? Schade. Na, dann lass ich dich wohl lieber allein mit deinem Elend. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Ja, da bin ich gefragt. Dich kriege ich auch noch irgendwie von da weg. Wetten? So, okay, was haben wir noch? Wir haben da einen Kickertisch, genau, den Kickertisch haben wir uns auch noch nicht angeguckt. Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Mhm, kickern kann man immer. Wenn du Kickertische verrücken willst, dann spiel gegen Metagames. Metagames? Was ist das denn? Okay, können wir mit dem Kickertisch reden? Ihr spielen alle wie Flasche leer. Was? Was war das? Ihr spielen alle wie Flasche leer. Wir spielen alle wie Flasche leer. Ja, klar doch. Wer hat das nochmal gesagt? Irgendwas mit Flasche leer? Trapattoni, oder? Trapattoni. Wie Flasche leer. Ich habe ihn fertig. Ach, schön. So, dann wollen wir doch das Ganze mit Ketchup beschmieren. Aber was machst du denn da, Edna? Was denn? Ups, Ich fürchte, mir sind die Kickerregeln entfallen. Wir werden deine Erinnerung wiederherstellen, Edna. Versprochen.
Ist nur die Frage, wie. Okay. Funktioniert das mit dem Senf auch? Aber was machst du? Ja, wir werden. Natürlich. So, gut. Was ist denn mit Topflappen und Kickertisch? Aber was machst du denn da? Ups, wir werden. Okay, ich glaube, das hat so alles keinen aber Zweck. Nein. Ein kaputter. Jetzt ver. Nein, das hat alles keinen Zweck, ne? Aber was. Ups, wir werden. Gut. Harvey, was sagst du zum Kickertisch? Wollen wir kickern, Harvey? Okay. Kickern, nicht kichern. Ach so. Auch nicht kickern. Kickern. Hä? Okay, Harvey versteht es einfach nicht. Das ist, nein. Okay, ach ja, Moment. Peter, willst du ein bisschen Ketchup haben? Etwas Ketchup zum Selbstmitleid? Wozu? Dadurch wird mein Leben auch nicht weniger ungenießbar. Naja, aber vielleicht tut's ja der Senf. Etwas Senf zum Selbstmitleid? Wozu? Dadurch wird mein Leben auch nicht weniger ungenießbar. Auch nicht? Okay, was ist mit der Schere? Willst du die Zickzackschere? Zumindest bis ich einen Strick oder ein Harakiri-Schwert gefunden habe? Was? Nein, nein, behalt sie ruhig. Ich habe es nicht eilig. Diese Anti-Haltung ist genau der Grund, warum dein Leben so unnütz ist. Diese Anti-Haltung ist genau so. Oje. Oje, oje. Topf! Willst du einen Topf? Wozu? Mein Leben köchelt nur noch auf Sparflamme. Oh, auf Sparflamme, Mensch. Der Typ tut mir irgendwie leid. Allgemeine Stimmungskontrolle. Seufzen Sie mal in dieses Röhrchen. Wie ich es mir dachte. Nichts als Trübsal. Uiuiui. Ui, ui. Und dann macht das Ding sogar noch mit, weißt du? Supergeil. Soll ich dich von deinem Leiden befreien? Boah. Welches Leiden meinst du? Naja, das Gesicht, die jammervolle Erscheinung. Der fehlende Lebenszweck. Das unstimmige Gesamtgefüge der überflüssigen Peter-Existenz halt. Ich komme drauf zurück. Ich komme darauf zurück. Mhm. Ist so die Frage, wann? Willst du einen Stift haben? Willst du es schriftlich? Will ich was schriftlich? Dein Leben ist verguckt. Wie ein teurer Gebrauchtwagen. Nicht versichert und gegen die Wand gefahren. Danke. Schon gut. Ich denke, das kann ich auch so behalten. Okay, alles klar. Was ist mit dem Comic-Heft? Wenn Captain Unbrauchbar Kryptonit ist, leidet er tagelang unter starken Depressionen. Mhm. Genauso wie Peter. So, dann haben wir... Löffel. Was? Löffel? Das ist eine Schaufel, Mensch. So, schauen wir uns mal das Fass an. Hier mixt der Barmann seine Drinks? Was? Da werden die Drinks gemixt? What the... was ist das denn für ein Barmann? Lieber nicht. Ich mag meine Fingerkuppen da, wo sie sind. Ja, aber wirklich. Was auch immer für Dämonen darin schlafen, ich wecke sie besser nicht. Nein, ist nicht gut. Benutzen. Ich habe Angst, dass sich meine Netzhaut ablöst, wenn ich da zu nah rangehe. Okay, das heißt, da ist irgendeine Flüssigkeit drin, die vielleicht wehtun könnte. Wow. Ui. What the? Was ist das? Was ist da drin? Ui. Das klingt wie Säure oder sowas. Irgendwie wie ätzende Säure. Ugh. Lieber nicht. Ich habe Angst, dass es sich darin auflöst. Mhm. Glaube ich nämlich auch. Gut, was ist mit der Cocktailkarte? Das könnte dieser Stinkdrink sein, der hier auf der Karte steht. Oh ja. Aber der rottet ja alle aus dann. Ne? Also wenn das Ende ätzende Säure ist, die verätzt ja einen von innen. Lieber nicht. Ich habe Angst, dass sie sich darin auflöst. Die Schere? Die Schere soll sich auflösen? Ernsthaft? Okay. Das verstößt garantiert gegen die Umweltbestimmungen. Auf der anderen Seite, meine Fußnägel tun das sicher auch. Ich sollte in diesem Fall lieber den Ball flach halten. Na dann, Fußnägel. Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knuspert an den Fußnägelchen? So. Ah, okay, macht genau dasselbe Geräusch. Alles klar. Ui. Dachte mir, dass da vielleicht irgendwas anderes noch passiert, aber nein. Davon sollte ich lieber nichts mit mir herumtragen. Es nein? Könnte mir das ganze Inventar zerschmelzen. Und am Ende frisst es sich bis ins BIOS durch und das willst du doch nicht, oder? Nein, um Gottes Willen. Okay, gut, was ist mit den Topflappen? Lieber nicht. Okay,
Sie hat Angst, dass es sich darin auflöst. Das ist bereits beschriftet. Okay. Lieber nicht. In diesem Bild schüttet Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer. Altöl? Er hat anscheinend nicht gemerkt, dass er dabei gezeichnet wird. Lecker, leckerchen Altöl. Harvey, was hältst du von der Tonne? Los, Harvey! Fass! Okay, läuft. Okay, was ist eigentlich mit dem Fass, also mit dem Löffel da drin? Das soll ein Löffel sein? Das ist eine Schaufel. Das ist eine Schaufel. Nimm die doch mit. Hey, fass das ja nicht an. Hey. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Vielleicht kriege ich den ja noch. Wer weiß. Du bist kein Löffel. Du bist eine schnöde Schaufel. Mhm. Glaube ich nämlich auch. Benutzen. Wenn ich da umrühre, setze ich nur giftige Dämpfe frei. Oh ja. Und wie? Hey, fass das. Das ja, okay, gut. Okay. Weißt du was? Wir reden noch mit dem Barmann. Vor dem kann man ja richtig Angst bekommen. Mhm. Lieber nicht. Sonst nimmt er mich. Und zwar auseinander. Oh ja. Bei den Händen glaube ich das gern. Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Okay, gut. Okay, ja, was machen wir denn? Wenn der nicht mit sich reden lässt, gut. Poki, was sagst du zu dem Raum? Hier in diesem Raum sind gleich sehr viele Sachen, die ich eigentlich kommentieren würde, aber ich glaube, das Gelungenste ist hier irgendwie der Dialog mit Peter. Ähnlich wie bei Blase habe ich da einfach beim Schreiben so eine Art Sadismus entwickelt, dass ich halt einfach Spaß dran hatte, halt irgendwie ihm halt noch einen mitzugeben, mit Ednas ganz unschuldigem Angebot, ihn halt aufzumuntern. Und er ist schon depressiv und sitzt da und ihm geht's nicht gut und ist halt selbstmordgefährdet und alles Mögliche. Und sie sagt so, komm, ich heiter dich auf, und gleitet halt in jedem Dialogteil, in jedem von vielen Dialogoptionen halt immer wieder in irgendwas rein, wo sie im Endeffekt genau das Gegenteil tut, so. Was einen jetzt einfach überhaupt nichts ausmacht, weil er halt irgendwie depressive Leute kennt, die bleiben halt auch in der Stimmung. Das ist eigentlich fast für Peter schon fast ein positives Erlebnis. Irgendwo ist es ein freundlicher Umgang mit ihm, glaube ich. Weiß ich nicht. Darüber muss ich nochmal nachdenken. Ich glaube, das sollte ich revidieren. Er zitiert mich damit nicht. Okay, alles klar. Gut. Dann, ja. Ich würde mal sagen, an dieser Stelle mache ich hier mal kurz ein kleines Päuschen, weil ich habe doch schon wieder eineinhalb Stunden ungefähr auf der Uhr. Ja, ich mache jetzt mal ein kleines Päuschen und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Und in der nächsten Aufnahmesession hoffe ich mal, dass wir da ein bisschen weiterkommen, dass wir vielleicht den Peter loswerden und dann vom Barmann einen Drink kriegen. Weil, so wie wir mitbekommen haben, der Bienenmann freut sich über heiße Getränke, weil er dann die Ohrenschmalzproduktion vorantreiben kann. Und vielleicht können wir mit dem Ohrenschmalz noch irgendwas anstellen. Aber ja, es klingt zwar ekelhaft, aber vielleicht müssen wir das sogar irgendwas damit anstellen. Gut, wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann ab der nächsten Aufnahmesession wieder. Ich weiß nicht, wann das sein wird. Aber ja, jedenfalls vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.